Hausbesetzer in Spanien. Das ist die Horrorvorstellung für einen Immobilieneigentümer in Spanien und verursacht natürlich eine sehr große Unruhe bei vielen Investoren, weil man ja doch immer mal so die ein oder andere schreckliche Geschichte darüber liest, was in Spanien so passiert ist. Hausbesetzer gibt es, ja, natürlich. Und du hast als Eigentümer oder als Betroffener natürlich den Gerichtsweg, den du beschreiten kannst. Aber es gibt auch in Spanien alternative Lösungen. Und auf diese alternative Lösung möchte ich in diesem Video genauer eingehen. Denn es gibt, wie gesagt, andere Möglichkeiten, wie du diese Störer entfernen kannst, ohne Polizei, ohne Gerichte. Welche das sind, wie das Ganze funktioniert und welche Kosten da für dich anfallen würden. Darauf gehe ich in diesem Video genauer ein. Und am Ende wirst du noch ein kleines Video sehen, wo du live miterlebst, wie so eine Räumung in der Praxis aussehen kann. Also bleib dran! Es geht um Unternehmen in Spanien, die sich darum kümmern, die Hausbesetzer aus deiner Wohnung zu entfernen. Du kannst sie als Eigentümer beauftragen. Es gibt mittlerweile sehr viele in Spanien davon, in ganz Spanien. Oder die größten und die bekanntesten liste ich unten oder erwähne ich unten in der Beschreibung von dem Video. Da kannst du mal dich genauer durch die Homepage klicken von denen. Und auf jeden Fall kannst du sie als Eigentümer beauftragen, wenn du Hausbesetzer in deiner Wohnung, deinem Haus hast. Und die kümmern sich darum, dass die Hausbesetzer eben wieder von deinem Eigentum entfernt werden. Du hörst schon mit den Worten, die ich benutze, dass natürlich dann erstmal so ein bisschen fragwürdig ist. Ja, sind diese Unternehmen überhaupt legal? Was die machen, ist es überhaupt legal? Das hört sich ja schon so ein bisschen nach Selbstjustiz an. Und was soll ich sagen? Sie sind erstmal nicht illegal. Sind ordnungsgemäß registrierte Unternehmen, die du eben ohne Probleme beauftragen kannst. Jetzt ist es aber so, dass je nachdem, welche Maßnahme ergriffen wird, diese dann wiederum nicht legal ist. Aber diese Firmen, die jetzt, wie gesagt, mittlerweile sehr bekannt sind in Spanien, die wissen schon ganz genau, wo die Grenze der Legalität endet und handeln entsprechend auch. Ja? Es gibt natürlich einige Gerichtsurteile schon mittlerweile, weil diese Art der Räumung hat auch die vor die Gerichte gebracht worden ist. Und da haben einige Gerichte auch darüber entschieden. Und entsprechende Kriterien auch festgelegt, an die sich gehalten werden müssen, um das Ganze eben nicht illegal werden zu lassen. Außerdem sind diese Firmen natürlich auch, haben ihre eigenen Anwaltskanzleien, die sie beraten und immer genau schauen, dass alles, was sie tun, auch weiterhin sich im rechtlichen Rahmen bewegt. Ja, also deswegen, Fazit, diese Firmen sind erst einmal legal. Aber wie funktionieren diese Unternehmen denn? Welche Maßnahmen ergreifen die? Also du würdest sie als Eigentümer beauftragen. Sie prüfen dann ganz genau, dass du auch tatsächlich Eigentümer bist dieser Immobilie und schauen sich auch vor Ort die Situation an, um herauszufinden, wer denn da genau in dieser Wohnung gerade ist. Dann besteht der erste Schritt darin, dass sie haben natürlich auch eine entsprechende Präsenz. Ja? Also so von ihrem Äußeren sind sie schon etwas angsteinflößend. Meistens sehr kräftig gebaute Männer, dunkel angezogen. Ja, also du wirst später sehen, wenn du auf die Seite von denen gehst, siehst du auch Bilder von ihnen. Also da kann einem dann schon Angst eingeflößt werden, wenn so jemand oder mehrere davon vor deiner Tür stehen und wenn du dann eben als Hausbesetzer die Tür aufmachst, weil das ist eigentlich der erste Schritt, die gehen nämlich dahin und versuchen erstmal mit den Hausbesetzern zu sprechen und mit ihnen zu verhandeln. Sprich, es geht hier tatsächlich um psychologische Einwirkung auf sie, indem sie einfach versuchen, eine Einigung zu erzielen, ihnen eine gewisse Geldsumme anzubieten, dafür, dass sie die Wohnung sofort räumen. Das wäre der erste Schritt. Und da gibt es tatsächlich auch schon viele, die sich darauf einlassen und sagen, okay, ich nehme das Geld und verschwinde. Das ist eine Option. Wenn diese Hausbesetzer sich darauf aber nicht einlassen, besteht der zweite Schritt darin, dass diese Firmen eine sogenannte Zugangskontrolle einrichten. Wie sieht die aus?
Sie stellen einen Sicherheitsbeamten, kein Beamter, sondern eine Sicherheitsperson von einer Sicherheitsfirma, stellen die an die Wohnungstür von dieser besetzten Wohnung oder wenn es ein Haus ist, vors Haus und machen eine Zugangskontrolle in der Gestalt, dass sie den Hausbesetzern sagen, ab jetzt steht diese Person vor deiner Tür und du darfst, wenn du einmal rausgehst, darfst du nicht mehr rein. Du siehst es so ein bisschen angesiedelt oder orientiert an der römischen Besiedlung, nämlich wenn einer tatsächlich rausgeht, weil er einkaufen gehen muss, weil er kein Wasser hat oder weil er kein Essen mehr hat, dann hat er keine Möglichkeit mehr, in die Wohnung zurückzukommen. Und somit eben auch hast du letztendlich auch diese Räume dann erreicht. Ja? Und die Hausbesetzer werden natürlich vorher darüber informiert. Und außer sie haben gerade einen Großeinkauf gemacht, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass nach spätestens einer Woche wahrscheinlich keine Lebensmittel oder keine Getränke mehr da sind und sie dann notgedrungen aus dem Haus müssen. In der Zwischenzeit gibt es weiterhin die Möglichkeit, mit ihnen noch eine Einigung zu erzielen, damit sie früher rausgehen. Ja? Oder halt, wie gesagt, es kommt dann zu diesem Extremfall, dass sie dann halt irgendwann ohne Essen dastehen und zwangsläufig raus müssen. Das hat sich für mich als Juristin auch erstmal als ein bisschen fragwürdig angehört, denn geht es denn überhaupt einfach so? Ja, die spanischen Gesetze sehen einfach vor, dass du als Eigentümer schon diese Sicherheitsvorkehrungen unter gewissen Voraussetzungen treffen kannst. Wichtig ist aber, dass diese Sicherheitsperson, die von dieser Sicherheitsfirma auch tatsächlich eine zugelassene Sicherheitsperson ist. Ja? Also du musst entsprechende Firma damit beauftragen, die müssen eine Plakette tragen, müssen genau nachweisen können, dass sie eine Berechtigung haben und eine Zulassung dafür und dann ist es möglich. Und da kommen wieder eben dieses eine Gerichtsverfahren ins Spiel, wo ich dir erzählt habe. Da gab es dann ein Gericht, das gesagt hat, das ist aber schon eine Maßnahme der leichten Nötigung. Denn allein durch die Präsenz dieser Sicherheitskraft haben die Hausbesetzer, bekommen Angst, werden letztendlich genötigt, aus dem Haus rauszugehen, auch wenn sie es eigentlich nicht möchten. Und das war schon eine leichte Nötigung. Also in diesem einen konkreten Fall haben die Gerichte das ein bisschen so gesehen hat, dass es eben nicht als legal angesehen haben, ja, aber in der Praxis funktioniert es offensichtlich sehr gut, denn ich denke mir auch wieder, das sind die Hausbesetzer, die hier rechtswidrig handeln, ja, und wenn das Gesetz mich damit schützt und diese Firmen das ja genau prüfen müssen vorher, weil sonst begehen sie ja selber eine Gesetzeswidrigkeit, dann ist es meiner Meinung nach ein probates Mittel und es funktioniert in der Praxis offensichtlich auch ganz gut. Klar, also gerade vor kurzem in Santiago de Compostela gab es zum Beispiel einen Fall, wo das gut funktioniert hat. Sie haben dann letztendlich verhandelt, eine Einigung erzielt und dann sind die gegen Bezahlung eines Geldbetrages rausgegangen. Dann gab es aber auch einen Fall in Barcelona, im Raval. Da zeige ich dir später noch einen kurzen Ausschnitt dazu. Da war das Ganze leider nicht so glimpflich abgelaufen. Das sind die Firma kam eben zur Wohnung, die Tür ist geöffnet worden, die Hausbesetzer haben sie auch reingebeten. Sie durften also die Wohnung betreten, das sieht man auf dem Video. Und dann kam es aber innerhalb der Wohnung zum Streit und dann kam es tatsächlich auch zu Auseinandersetzungen mit Gewaltanwendung und Messereinsatz. Also die Firmen sind natürlich extrem gut vorbereitet, die haben ihre entsprechenden Ausbildungen dazu, um sich zu schützen und auch zu sichern. Und es ging glimpflich aus und letztendlich ging es auch tatsächlich so aus, dass die Hausbesetzer sich dann eingelassen haben, eben die Wohnung zu verlassen. Also ging nochmal gut, ja. Aber du siehst, es sind natürlich Situationen, die sehr konfliktträchtig sind, ja, je nachdem, welche Maßnahme man trifft, kann es an der Grenze zur Legalität sein, aber sind halt in der Praxis tatsächlich sehr effizient und haben eine große Erfolgsquote und deswegen gehen immer mehr Menschen greifen darauf zurück und sagen, nee, ich beschreite nicht den Gerichtsweg, der ist viel zu langwierig und auch nicht unbedingt immer ein klarer Ausgang. Ja, also das Prozessrisiko ist weiterhin da und die Kosten, die natürlich dabei anfallen, sind in der Regel nicht höher als die Kosten, die eben für diese Firmen anfallen. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, denn was kostet das Ganze denn? Da kann ich dir gar keine so klare Aussage geben, weil auf den Seiten von ihnen findest du nichts dazu, zu den Tarifen. Ich habe mal ein Interview gelesen mit einem von den Eigentümern dieser Firmen, die meinen, ab 2500 Euro plus Umsatzsteuer geht es los. Das ist auch so diese
diese Preisspanne zwischen 2.500 und 3.000, was ich so auch in anderen Seiten gelesen habe von Menschen, die das eben schon mal beauftragt haben. Kommt es wahrscheinlich auch immer auf den Fall, auf den konkreten Fall drauf an. Auf jeden Fall ist es so ungefähr der Betrag, mit dem du rechnen kannst. Und wenn man das vergleicht mit den Gerichtskosten, sind wir tatsächlich nicht, haben wir wirklich keinen großen Unterschied. Denn für das Gerichtsverfahren, neben der langen Verfahrensdauer, musst du natürlich insbesondere auch die Kosten für den Rechtsanwalt oder für den Abogado eben haben, plus diesen Gerichtsbevollmächtigten, der in Spanien auch zwingend notwendig ist. Also da kommen auch nochmal einige Kosten auf dich zu und der Unterschied ist nicht unbedingt zu groß zwischen Beauftragung der Firma und Beschreiten des Gerichtsweges. Wie versprochen, kommt jetzt noch ein Auszug eines Videos von so einer Räumung in einem konkreten Fall. Das war in Andalusien und da siehst du, wie eine dieser Firmen, die ich gerade vorgestellt habe, diese Räumung vorgenommen hat. Ich sage nicht viel mehr dazu, du schaust dir selber an, aber nur so viel. Die Hausbesetzer wurden im Schlaf überrascht und sie konnten gar nicht so schnell reagieren. Schon saßen sie auf der Straße. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Podemos pasar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tiene que ver aquí? ¿Qué pasa? ¿Podemos encontrarlo? ¿Qué hace aquí en esta casa? ¿Qué hace aquí en esta casa? Yeah.